Guten Abend, Herr Stamm-Kuhlmann. Guten Abend. Die Überwachungstätigkeit der NSA hat das Sicherheitsgefühl der Deutschen dieses Jahr gleich zweimal erschüttert. Erstmal, als bekannt wurde, dass wir flächendeckend digital überwacht werden. Dann aber auch, als klar war, dass das Handy von Frau Merkel mehr oder weniger schon über Jahre überwacht wurde. Sie sind Historiker. Was ist aus Ihrer Sicht der gravierendere Vorfall? Der gravierendere Vorfall ist meiner Meinung nach die flächendeckende Überwachung der Bürger. Und nicht so sehr die Bespitzelung von einzelnen Politikern. Ich könnte eine Analogie mal vom Wiener Kongress herbeiziehen. Damals waren der Gastgeber Österreich, Großbritannien, Russland und Preußen waren befreundet und verbündet. Sie hatten gerade Napoleon besiegt. Und trotzdem hat die österreichische sogenannte Hofpolizeistelle sämtliche Papierkörbe und Briefkästen der Gesandtschaften dieser befreundeten Länder ausgeforscht. Und die Papierknüller wurden entrollt. Man hat versucht, auch chiffrierte Texte zu entziffern. Das heißt also, es war schon damals und es ist seitdem eben immer wieder vorgekommen, dass man diplomatische Geheimnisse zu erlauschen versucht. Zur selben Zeit hatte diese Polizeihofstelle in den Gastwirtschaften von Wien und anderswo ihre Spitzel und sie hat auch auf den Postämtern ihre Leute gehabt. Wenn man aber als Österreicher das vermeiden wollte, dann konnte man zum Beispiel in die Schweiz gehen. Man konnte emigrieren. Dieser Zugriff hat immer nur einen einzigen Staat erfasst. Und das ist eben heute anders. Und deswegen denke ich, die Bundeskanzlerin kann sich mit technischen Mitteln schützen. Wir alle können uns nicht schützen. Und im gleichen Atemzug hat sich natürlich auch der Freiheitsbegriff geändert. Wie sehr hat er sich geändert, jetzt wo praktisch aus einem Punkt heraus die Welt beobachtet werden kann? Wir haben natürlich früher gemeint, wir müssen überhaupt nur die Meinungsfreiheit schützen. Und die ersten Grundrechte betrafen ja sogar nur das Eigentum und die freie Entfaltung der wirtschaftlichen Existenz. Und heute wissen wir, dass wir ja eigentlich erst mal darauf achten müssen, dass unsere Privatsphäre, und zwar in den intimsten Details, geschützt werden kann. Und daran haben die ersten, sagen wir mal, die ersten Denker, die die abendländische oder die sogenannte atlantische Rechtstradition auf diesem Gebiet entwickelt haben, noch gar nicht gedacht. Man kennt zwar das Überwachen auch in kleinen religiösen Gesellschaften, vielleicht bei Calvin in Genf, aber das waren eben nur Ausschnitte. Und wir haben das vorher im Film gesehen, die USA. Die Amerikaner haben sich die Freiheit als Leitgedanken sogar auf die Währung verewigt. Inwiefern haben sie sich davon als Prinzip verabschiedet? Meine Hoffnung ist, dass sie sich nicht als Prinzip verabschiedet haben, sondern dass hier sich wirklich nur Machtapparate verselbstständigt haben. Mhm. Die Hoffnung, und das war auch der Ausgangspunkt meines Beitrags, ist die, dass wir noch einmal gemeinsam vielleicht mit Amerikanern, amerikanischen Bürgern zu den Ursprüngen dieser Rechtstradition und zu dieser Freiheitsidee zurückgehen, die ja aus der Revolutionszeit stammt. Was würde das heißen? Also dass wir versuchen, was ja auch die Juristen immer geleistet haben, schon in den letzten 200 Jahren aus Begriffen Neues, Zeitgemäßes heraus zu entwickeln, so wie unsere Richter in Deutschland zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt haben, das ja auch nicht im Grundgesetz stand. Das klingt jetzt nach einer guten Idee, aber ist das umsetzbar? Das ist unheimlich schwierig. Wir müssen es versuchen. Wir müssen erst mal meiner Meinung nach weiter so unser Leben führen, wie wir es bisher getan haben. Wir sollten uns nicht einschüchtern lassen. Wir sollten nicht unsere alltäglichen Gewohnheiten ändern. Denn da wären wir ja schon sozusagen Opfer der Herrschaft. Wir hätten sie schon anerkannt. Wir sollten bei unserem guten Gewissen bleiben. Und wir sollten dann in aller Ruhe eben die Politologen, Juristen, alle Zuständigen, auch die Techniker eben fragen, wie sie mit uns eine Antwort auf diese Zusammenhänge entwickeln können. Die Technik ist dabei wahrscheinlich das Wichtigste. Da hat Deutschland auch geschlampt. Müssen wir uns also mit anderen Worten diesem technischen Wettlauf hingeben oder jetzt hinterherrennen mit anderen Worten? Uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ich fürchte, das wird nicht zu vermeiden sein. Das ist auch ein altes Thema in den Beziehungen zwischen den USA und Europa. Es gab schon in den 70er Jahren die Angst, Europa fiele technologisch zurück. Dann gab es erfolgreiche Beispiele wie den Airbus, wo man wieder aufgeholt hat. Man hat dann in der Tat die Informationstechnik verschlampt. Und jetzt ist die Frage, ob wir nun noch neue Systeme erfinden können. Aber wir können einfache Änderungen vornehmen. Wir können die Server
sicher machen. Wir können unsere die Leitungsnetze anders gestalten. Das können wir sofort tun. Die Idee eines Weltstaats ist ja historisch. Sie erschien etwa 1945 noch als ein geeignetes Mittel, um den Weltfrieden zu garantieren, auch um weitere Mussolinis und Hitler zu verhindern. Warum ist das heute keine Alternative mehr? Es war ja sogar auch mal eine Idee der Amerikaner, die den Völkerbund und die Vereinten Nationen erfunden haben. Und heute verhalten sie sich relativ robust und geringschätzig gegenüber den Vereinten Nationen. Ja, das Hauptproblem ist, dass diese große Asymmetrie zwischen dem einen Staat, der auch die Hälfte des Rüstungsbudgets der ganzen Erde verbraucht, und den anderen, die alle zweitklassig sind. Und es ist eben sehr schwer, ein Rechtssystem zu schaffen, das auf Gleichrangigkeit aufbaut, wenn die Machtverhältnisse dem gar nicht entsprechen. Herr Stamm-Kohlmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.